Okay, 7x84er plus Pack, wahrscheinlich wieder ein 84er vorne, wie immer, Klassiker auf jeden Fall. Portugal, Stürmer, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, let's go. CR7, erste Mal dieses Jahr, Cristiano Ronaldo und Luka Modric, was ein Legendenpack, Alter, was ein Legendenpack. Cristiano Ronaldo und Luka Modric, kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Kann man absolut mitarbeiten. Absolutes Legend-Pack, muss man so sagen. Muss man einfach so sagen, Alter. Bringt alte Feelings wieder hoch, Leute. Bringt alte Feelings wieder hoch, Cristiano Ronaldo im Pack zu ziehen, wie damals. Damals hat er nur leider noch einen 93, mittlerweile einen 86. Aber wenigstens nochmal dieses Jahr Cristiano Ronaldo gezogen. Ich habe ihn noch nicht gezogen bislang. Ich hatte ihn bislang noch nicht am Start. Deswegen, sehr, sehr nice, Cristiano Ronaldo. Ey, was ist der eigentlich mittlerweile noch wert? Bruder! Was ist das denn? Bro, ich kack mir in die Hose, Alter. Ich glaub's nicht. Ich kack mir mit Abstand in die Hose. Mit Anlauf kack ich mir komplett in die Hose, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. 5000 Münzen, Bro. Dein Ernst? Ich kack mir mit Abstand in die Hose. Bruder, damals gezogen. 1 Million oder so. 1 Million einfach damals wert gewesen. Jetzt 5000 Münzen. Läuft auf jeden Fall. Naja, mal schauen, was der nächste Jahr für ein Rating hat. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Was denkt ihr? Was hat Cristiano Ronaldo nächstes Jahr für ein Rating? Ich bin mal gespannt. Schreibt es mal rein. Aber sehr, sehr nice. Nochmal Nostalgie pur. Nochmal Cristiano Ronaldo im Pack auf alte Zeiten. Wer war damals schon dabei, Leute, wo ich Cristiano Ronaldo gezogen habe? Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice Zeiten gewesen, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, Leute. Das war's von diesem Video. Kurzes Video zu Ehren von Cristiano Ronaldo. Schreibt mal rein, was denkt ihr? Hat Cristiano Ronaldo nächstes Jahr für ein Rating? Ich denke mal, unter 86 wird er nicht gehen. Vielleicht kriegt er sogar noch ein Upgrade. Hat auf jeden Fall einige Tore geschossen in der Liga. Von daher, ich würde ihm so eine 87, 88 nochmal gönnen. Aber schreibt mal rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ne? Jeden Tag 13 Uhr, schaltet ein, macht's gut, haut rein und ciao.